Animal Crossing ist ein unfassbar schönes Spiel mit den ein oder anderen Macken, die sich gerne, so wie in jedem Spiel, mal reinschleichen. Durch ein neues Update wurden nun einige Fehler behoben und somit hier die neuesten Infos zum Spiel. Viel Spaß! Zunächst, ihr müsst wissen, wenn ihr die aktuelle Software habt, müsste oben rechts Version 1.4.2 im Titelbildschirm erscheinen. Ein Problem aus der Version 1.4.1 wurde behoben und der Sumo-Ringer-Boden kann nun wieder richtig genutzt werden. Denn vorher war das so, dass er irgendwie nicht richtig angezeigt wurde, sobald du die Tapeten gewechselt hast. Die haben sich dann irgendwie an der Tapete angepasst und konnten demnach nicht richtig angezeigt werden, was ein krasser Fehler war. Aber Nintendo hat diesen Fehler relativ schnell behoben und ich fand das irgendwie ziemlich witzig, aber mal gucken. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass der Fehler jetzt schon mal weg ist. Eine weitere bemerkenswerte Korrektur im heutigen kleinen Update ist die Verbesserung des Empfangs von Briefen per Post von deinen Dorfbewohnern. Denn seit der Version 1.4.0 haben einige Spieler sich ein bisschen Gedanken darüber gemacht und denen ist dann aufgefallen, dass sie derzeit weniger Briefe von ihren Lieblingsbewohnern bekommen. Dies haben sie dann gemeldet und Nintendo hat das behoben. Abgesehen davon wurde ein Absturzfehler in Bezug auf das Dream Suite, also die Schlummerstätte bzw. wenn du schlummern möchtest, behoben. Sowie das Problem, dass der tägliche Leuchtpunkt nun nicht mehr hinter deine Gebäude spawnt, weil du konntest ihn dann nicht mal richtig finden. Er war dann wirklich stundenlang nicht aufzufinden und das hat vielen Spielern einfach genervt. Und ja, es wurde auch auf jeden Fall gefixt, dass man ihn jetzt wieder in Zukunft besser finden kann. Und zu guter Letzt wurden auch Änderungen an der Online-Kommunikation vorgenommen, um die Connection für einige Benutzer eben zu verbessern. Wie erwartet wurde in der Version 1.4.2 von Animal Crossing New Horizons einige verschiedene Fehler behoben und es werden in Zukunft noch weitere Änderungen kommen und ich bin ziemlich gespannt, was auch das Herbst-Update irgendwann nächsten Monat bringt. Ah, ich freue mich. So, das waren nun einige Infos zum Spiel. Habt ihr noch etwas gefunden? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und dann würde ich aber sagen, vielen Dank an meine Mitglieder, die mich tatkräftig unterstützen. Möchtest du auch dabei sein, dann kannst du gerne ein paar unfassbar gute Vorteile ergattern, wenn du Mitglied bist. Und dann würde ich aber mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal.